Lipödem, das ist doch auch wieder so eine Modeerkrankung. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Draco Videoblogs. Ich bin Jenny, ich bin eine der Moderatorinnen in der professionellen Wundversorgung bei Draco. Das Lipödem ist alles andere als eine Modeerscheinung. Es ist eine chronische Fettverteilungsstörung, von der hauptsächlich Frauen betroffen sind. Und hier sogar jede Zehnte. In ganz seltenen Fällen sind auch Männer von der Erkrankung betroffen. Ausgelöst wird das Lipödem ganz häufig durch Hormonumstellungen im Leben. Zum Beispiel in der Pubertät, während einer Schwangerschaft oder aber auch in den Wechseljahren. Die Erkrankung ist vor allem schmerzhaft für die Patientin. Deswegen ist es halt auch etwas, was sehr, sehr stark die Lebensqualität beeinträchtigt. Häufig ist es aber so, dass die Patientinnen von Arzt zu Arzt wechseln mit ihren Beschwerden und keiner so richtig eine Erklärung dafür findet. Zudem kommt es nicht selten vor, dass die Patientinnen Probleme mit ihrem Gewicht haben. Und das, was sie am häufigsten hören, ist die Aussage, na, dann nehmen sie doch einfach ab. So einfach ist das bei dem Lipödem aber nicht. Denn die Fettzellen, um die es hier geht, die sind krankhaft verändert. Das heißt, das Gewebe hat sich verändert durch die Hormonumstellung und nicht durch eine zu hohe Kalorienzufuhr. Das heißt, man kann das Lipödemfett auch nicht einfach durch ein Kaloriendefizit, eine Diät oder etwas Ähnliches oder auch nicht durch Sport abbauen. Wie wird das Lipödem also nun diagnostiziert? Es gibt keine spezifischen Tests, die man machen kann. Wichtig ist also erstmal eine Anamnese und eine körperliche Untersuchung. Man muss sich den Körper der Patientin anschauen. Denn was typisch für das Lipödem ist, sind Sprünge in der Figur. Man hat zum Beispiel einen sehr schlanken Oberkörper und dann aber eine Volumenzunahme an den unteren Extremitäten. Das Lipödem tritt meistens an den Beinen auf, kann aber auch an den Armen vorkommen. Es gibt hier unterschiedliche Typen, den Unterschenkel, Oberschenkel oder auch den Ganzbeintyp, und genauso verhält es sich auch bei den Armen. Ein weiteres Leitsymptom für das Lipödem ist eine höhere Hämatomneigung. Die Patientinnen wissen ganz häufig gar nicht, was passiert ist. Auf einmal war dieser blaue Fleck da. Das zählt eben mit zur Anamnese. Wichtig ist es hier aber natürlich auch, andere Erkrankungen abzugrenzen. Ich habe hier eine Tabelle für Sie mitgebracht, wo man nochmal sieht, was bei einem Lipödem vorkommen muss, um die Diagnose stellen zu können. Und welche Erkrankungen wir hier abgrenzen müssen. Das kann sich natürlich auch bei einer Volumenzunahme der Beine um ein Lymphödem handeln. Hier wären aber in der Regel die Füße mit betroffen, die beim Lipödem aber vollkommen schlank sind. Das Ödem beginnt meistens erst über dem Knöchel. Abzugrenzen ist hier auch eine Lipohypertrophie. Auch hier kommt es zu einer Vermehrung des Fettgewebes, aber wie Sie in der Tabelle entnehmen können, ohne die Druckschmerzhaftigkeit. Es kann sich aber auch im weiteren Verlauf zu einem schmerzhaften Lipödem weiterentwickeln. Beim Lipödem handelt es sich um eine chronische, nicht heilbare Erkrankung. Und zur Reduktion der Schmerzen und der Beschwerden ist es wichtig, dass die Patientinnen zeitnah eine Therapie bekommen. Diese ist meistens zunächst erstmal konservativ, mittels Kompressionstherapie und einer manuellen Lymphdrainage. Hier hat sich zu Beginn des Jahres 2020 auch etwas geändert, was die Verordnung angeht. Denn seit 2020 gilt das Lipödem als eine Erkrankung mit einem erhöhten Verordnungsbedarf und somit fällt die Verordnung nicht in das Praxisbudget. Eine weitere Möglichkeit, nicht unbedingt um das Lipödem zu heilen, aber um es auf jeden Fall einzudämmen, dass es nicht so schnell weiter fortschreitet, ist eine operative Möglichkeit. Hier handelt es sich um eine Liposuktion, also um eine Fettabsaugung. Das krankhafte Gewebe wird operativ entfernt. Jedoch ist es hier so, dass nur in ganz, ganz seltenen Fällen diese Operationen über die Krankenkasse abgerechnet werden können. Hier müssen spezielle Zusatzvoraussetzungen bei den Patientinnen erfüllt sein und diese Kriterien erfüllen leider nur sehr, sehr wenige Patientinnen. Was bedeutet, dass es in der Regel eine Selbstleistung ist, dass die Patienten es eben aus eigener Tasche bezahlen müssen. Ich fasse die wichtigsten Punkte noch einmal für Sie zusammen. Beim Lipödem handelt es sich um eine ernstzunehmende Erkrankung, die mit starken Schmerzen
und Einschnitten in der Lebensqualität unserer Patienten verbunden ist. Leitsymptome sind hier Umfangssprünge in der Figur, Druckschmerzhaftigkeit der betroffenen Extremitäten und eine Hämatomneigung. Zur Therapie haben wir konservative Möglichkeiten, einmal mit Kompression und manueller Lymphdrainage oder aber auch operativ. Sollten Sie noch Fragen zum Thema Lipödem haben oder Sie möchten uns Ihre eigenen Erfahrungen mitteilen, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an videoblog@draco.de oder nutzen Sie die Kommentarfunktion unter diesem Video. Wenn Sie keine unserer kommenden Folgen verpassen möchten, abonnieren Sie doch unseren YouTube-Kanal und dann schalten Sie auch gerne wieder ein in unserer nächsten Folge, wenn es um das Thema Wundreinigung gehen wird. Vielen Dank und bis bald!